Willkommen zurück zur nächsten Runde in Resident Evil 7. Und das letzte Mal wurden wir etwas platt gemacht, ein bisschen den Rücken massiert, von so ganz dezenten paar Tonnen Stahl, Caprio, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat. Und ja, der liebe Jack, der wollte uns eigentlich nur helfen und hat uns unsere Knochen ein wenig damit eingerenkt. So, okay, starten wir weiter. Wir müssen da irgendwie rauskommen aus dieser komischen Garage. Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen sollen. Und ich gebe mir gerade völlig die Kante. Das ist total krank. Ich sehe gerade, ich habe eben mal 3 Folgen veröffentlicht heute. Ne? Und jetzt muss ich mal schnell hier den Rollladen runter machen. Wir sind schon wieder hingehen. Weil es soll mich ja auch schocken. So, der Rollladen ist unten. Ich hocke in der Finsternis. Und das Feeling ist natürlich dann 1000-mal besser. So, wir gehen in die Garage und treffen wieder auf den Kopf. Hallo. Ich verstehe nicht, warum nimmt er nicht einfach den Polizeiwagen und verzieht sich? Erst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich. Nichts. Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Ich suche nach kleinen Kindern und Mädchen. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich Ihnen erzähle. Ach ja? Da oben ist Motorrad. Hey, das Tor! Das Tor! Na! Ja, da hat er wieder ein bisschen Stahl in der Birne gehabt. So. Schnell die Pistole. Und mein Plan ist jetzt einfach, wir steigen zuerst ins Auto ein. Wir steigen zuerst ins Auto und dann direkt raus hier. Oh, ohne Schlüssel geht das natürlich nicht. Der Schlüssel lag da hinten, Jack. Wäre cool, wenn du mich mal ganz kurz in Ruhe lässt. Ist da irgendwas drin? Der haut nach uns. Ich bin ein alter Mann, Junge. Du kannst es. So, ihm mal ordentlich eine zentriert. In der Hoffnung, dass er uns in Ruhe lässt. Komm, mach die Karre an. Auf, los, Gas, raus hier. What? Alter, komm, wir machen ihn platt. Alter, wie krass. Wir können das Auto fahren. Alter, das geht. Ist er tot? What? Raus hier. Das ist unfair. Scheiße. Da oben dagegen. Ah, nein. Beenden wir das. Du und ich. Oh nein. Oh nein. Wollen wir eine Spritztour machen? Nein. Nein. Scheiße. Wow. Leben wir noch? Ja. Fuck! Ihn hat's erwischt! Das war der Schlüssel zur Lösung! Lieber noch eine zentrieren. Wow! Brennende Autos sind nie gut. Aber ich muss da hinten... Der steigt da nochmal aus, ich glaub's nicht. Das ist vorbei, weißt du? Nein, das ist unfair. Oh, fuck. Meine Fresse. Aber jetzt ist er doch hoffentlich mal tot langsam. Okay, raus hier. Einfach nur raus hier, so schnell wir können. Hier können wir hoch. Nee. Hab ich deine Aufmerksamkeit, Junge? Drück ab! Scheiße! Alter, wie bist du denn drauf?
Ich verbinde mich erstmal selber. Weiß nicht, wie viel wir aushalten. Das habe ich noch nicht so ganz rausgefunden. Bleibst du jetzt endlich liegen? Okay, wir gehen da hoch. Ich hoffe, der kommt uns jetzt nicht wieder hinterher. Nein, er liegt noch da. Oh Mann. Bleib ja da liegen. Du untotes Etwas. Was ist das? Hä, wieso machen wir das komische Bild auf? Ochsenstatue? Häs? Okay, er liegt noch. Also schocken kann das Game. Kommt er da einfach von der Seite an? Noch liegt er immer noch. Okay. Hier können wir nicht irgendwie uns festhangeln. Also runter. Jetzt sehen wir nur nicht, ob Jack noch wieder aufsteht oder nicht. Wir sind noch immer in dem blöden Haus hier. What? Da war doch gerade der Tisch. Lol. Aber das war nicht eben cool, dass man ihn mit dem Autoblatt machen konnte. Das hat Fun gemacht. Theoretisch können wir jetzt uns beeilen. Er wird uns ja jetzt nicht nochmal aufspüren. Aber wir speichern das mal eben. Wir speichern das schnell. Das ist auf jeden Fall ein großer Erfolg. Wir haben Jack mehr oder weniger platt gemacht. Vorausgesetzt, er geht nicht her und steht jetzt einfach auf und kommt zurück. Das wäre mega unfair. Aber das ist unfair. Wie sollst du Gegner besiegen, die nicht sterben wollen? Wie macht man das? Verbrennen wäre auch meine Idee gewesen, aber der ist ja selbst dann nochmal aufgestanden, als er schon gebrannt hat. So. Ich glaube mal hier vielleicht die Statue. Ja, perfekt. Dass man die da einsetzen muss, habe ich jetzt nicht gedacht. Ich habe irgendwie gedacht, er setzt die Statue da irgendwie an als Griff und zieht das hoch. Okay. Komm, mach mal die Tür zu. Das hört sich an wie so ein Skelett, was hier rumläuft. Ach so, das ist das. Was, ich soll auf ihn schießen? Sollen wir das wirklich tun? Wir werden das gleich tun, aber erst suchen wir hier nochmal nach irgendwas Nützlichem, bevor wir das tun. Weil ich habe so das Gefühl, wenn wir das tun, kriegen wir wieder höllisch Ärger. Diese gottverdammten Telefone. Die machen mich echt wahnsinnig. Okay. Wer ist jetzt dran? What? Bitte sag mir nicht, wir werden beobachtet. Okay, ein Uhrpendel, wofür auch immer wir das brauchen. In 2 Jahren mehr als 20 Personen vermisst. Captain Howell von der Staatspolizei erklärte gegenüber Journalisten, dass eine Suche nach Helen Midkiff eingeleitet wurde. Eine College-Studentin aus North Carolina, die durch Louisiana reiste. Von Miss Midkiff, oh, was ein Name, fehlt seit der Nacht des 21. jede Spur. Berichte von vermissten Personen haben in den letzten 2 Jahren in Louisiana dramatisch zugenommen. Ein Großteil dieser Personen sind Touristen und nicht Esshafte. Nicht sesshaft. Oh mein Gott. Ich habe so viele Forest gespielt die letzten Tage, ich merke es immer wieder. Okay, weiter geht's. Nicht esshafte. Oh Mann. Man geht von bis dato mindestens 20 Personen aus, die unauffindbar sind. Die Polizei vermutet einen kriminellen Hintergrund und einen Zusammenhang der Vorfälle. Sie plant, mehr Befragungen von Anwohnern durchzuführen, sowie die Zahl der Ermittler aufzustocken. Alyssa Ashcroft, 19. Januar 2016. Also vor einem Jahr circa.
Was ist das? Ein Altar? Wieso leuchtet das auf das Bild? Ach. Okay, wir müssen einen Adler da reinstellen. Hallo, Schattenspieler, hallo. Bewegt sich eigentlich unser Kopf? Nee, nicht wirklich. Schattenspiele, yeah. So. Wir haben, glaube ich, noch keinen, den wir da reinsetzen können. Außer vielleicht das Pendel. Was passiert bei dem Pendel? Mal schauen. Nee, da können wir nicht so ausrichten, dass der Adler zu sehen wäre. Die Münzen vielleicht? Ist es mit den Münzen? Nee, definitiv auch nicht. Was könnte man noch da reinlegen? Munition wird nicht viel bringen. Nee. Okay, wir haben es einfach noch nicht, was wir dafür benötigen. Was? Chips Louisiana. Gewinne wöchentliche Preise. Der LCS. What? Die spielen League of Legends? League of Legends Championship? Da gibt es Chips davon? Alter, ich will auch. So. Okay. Ach so, Moment, bevor wir jetzt hier... Ah ne, hier geht's eh nicht weiter. Oha. Das ist... schon eher mein Ding, aber das ist nicht gut. Komm. Und hol uns. Wir müssen ihm was anderes in die Hand geben, glaube ich, oder? Was könnten wir ihm geben? Das Pendel? Das passt hier nicht. Ich will auf jeden Fall die Shotgun behalten. Wenn wir ihm die Shotgun zurückgeben... Okay. Also man muss etwas suchen, was wir ihm geben können dafür. Ein Kleiderständer? Nein. Den will er nicht. So, aber zurück zum Eingemachten. Was ist das? Was ist das? Flüssige Chemikalie, okay. Dann stell doch noch mal eins her. Ah, Schießpulver und flüssige Chemikalie ergibt dann Munition, okay. Das erklärt natürlich einiges. Was ist das da oben für ein Bild? Das Bild kennen wir schon. Das haben wir schon mal gesehen. Also einen guten Geschmack haben die ja nicht, wenn die überall das gleiche Bild hinhängen. Hier können wir ja nichts mehr machen. Gut, wir machen das jetzt wie folgt. Wir schießen einmal auf diesen Wackeldackel. Bin gespannt, was passiert. Hä? Es hat sich aber jetzt nichts geändert. Ich hatte jetzt irgendwie mit mehr gerechnet. Oder muss ich auf den Tisch schießen? Nö, da passiert rein gar nichts. Im Schrank war nichts mehr. Okay, dann lasst uns das Haus durchsuchen. Weil die eine Tür da hinten, die wird zu sein. Mit unter Garantie, die Balkontür natürlich auch. Ist alles verriegelt und verrammelt. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Okay, ab dann nach oben. Schauen wir mal. Wir brauchen irgendwas, was wir reinlegen kann für die, können für die Shot. Verarscht mich doch. Jetzt klingelt das scheiß Telefon schon wieder. Wenn jetzt wieder keiner dran ist, ne, dann beschwere ich mich echt bei den Pizzalieferanten. Hallo? Hat mein Daddy es dir schwer gemacht? Das ist dein Vater? Das war er mal. Es tut mir leid, aber er ist jetzt tot. Du bekommst das vielleicht sogar hin. Was? Was hinbekommen? Du musst was für mich tun, aber ich kann das jetzt nicht erklären. Du brauchst vielleicht irgendwelche Schlüssel, aber du musst einen Weg aus dem Haus finden. Okay. Ich melde mich wieder. Hä? Hilft sie uns oder will sie uns in die Falle locken? Wenn das ihr Vater ist. Ah, hier brauchen wir Köpfe. Ich erkenne es gerade. Der Unterkörper ist drin. Und hier brauchen wir Köpfe wie an der Tür.
Das wird ja wahrscheinlich nicht funktionieren. Nee. Okay. Wir müssen nach drei Köpfen Ausschau halten. Nach etwas Dreiköpfigen. Am Tisch liegt nichts. Toast. Das sieht sogar noch essbar aus. Nur ein bisschen verschimmelt. Okay. Aber die Detailliebe halt, ne? Dass sie da sogar den Schimmel auf dem Toast richtig gut darstellen, finde ich cool. Hat was? Wer bist du? Eine junge Frau? Evelyn, das ist doch... Ist das die, die mit uns die ganze Zeit telefoniert? Bin gespannt. Hier kommen wir nicht rein. Bin gespannt, ob man Evelyn... Madam, ich bin kein Einbrecher. Ich habe zwar eine Waffe in der Hand, aber ich möchte Ihnen nichts. Schlafen Sie nur? Sie bewegt sich. Wagen Sie bitte jetzt. Okay. Scheinbar will sie uns nichts Böses. Aber die hockt da so blöd. Ich habe Angst, wenn ich jetzt die Tür öffne, dass sie uns gleich anspringt. Oh Mann, ey. Die Panik, die man schiebt, ne? Echt nicht von schlechten Eltern. Vielleicht ist das das Hobby des Vaters. Okay. Ja, Moment mal, wir haben ja... Oh Mann. Geht's auch noch nicht rein? Ich krieg schon wieder einen leichten Kloß im Hals. So viele Türen und Gänge. Wer bist du? Mhm. Okay. Kraut. Wieso haben die hier im ganzen Haus Kraut in den Schubladen? Was soll denn das? Vor allem, warum verrottet das nicht? Briefe. Aber nichts Interessantes. Wie scheint. Ach, hier sind wir vorhin nicht hochgekommen. Okay. Flüssige Chemikalie, ja wunderbar. Immer her damit. Können wir auf jeden Fall gebrauchen. Nehmen mal das Messer und machen mal da die Kiste auf. Da hat doch gerade jemand gesprochen. Zu verwenden das Objekt wählen, das kann nicht aufgebrochen werden, okay. Ne, braucht man also auch einen Schlüssel. Wer ist sie denn? Und warum läuft die da alleine durch den Wald? Weiß nicht, ob sie uns helfen könnte oder ob sie einer von denen ist. Deswegen mache ich jetzt mal lieber keine Laute. Okay. Hier sind wir gerade eben reingekommen, also man kann hier im Kreis laufen. Okay. So, dann probieren wir mal das hier aufzubrechen. Geht auch nicht. Aber schicke Bude haben sie, ne? Haben wir hier eben einen eigenen Billardraum? Gar nicht von schlechten Eltern. Bisschen unaufgeräumt, aber... Naja. Versuche natürlich alles zu erkunden. Da ist ein Gewehr drin. Kann natürlich auch nicht aufgebrochen werden. Ich will aber die ganzen Waffen haben. Dann wieder eine antike Münze. Was bringt das, die Dinger zu zerschießen? Und vor allem, wer stellt sich so viele Wackeldackel ins Haus? Marguerite, bring den Hippie-Mistkerl, den wir gefangen haben, von der Halle zum Verarbeitungsbereich. War das da draußen Marguerite? Marguerite, Holdemite, wo bist du, mein Schatz? Mia ist ja nicht mehr so wirklich hübsch, von daher komm du ruhig zu uns.
Ach, wie süß. Das nenne ich mal Höschen. Fehlt nur irgendwie der Kopf. Ich weiß nicht, was die haben, ey. Körperteile ersetzen, andere abbauen. Mannometer. Im Müll ist nichts. Mia. Okay, das schauen wir uns gleich an. Aber erstmal lesen wir noch eine kleine Story. Der Wetterbericht sagt, wir müssen mit einem Sturm rechnen am 2. Oktober. Nach dem letzten Sturm vor ein paar Jahren hatte ich mit den Aufräumarbeiten alle Hände voll zu tun. Ich schätze, ich sollte die Fenster verstärken und das Dach stützen. Vielleicht lasse ich mir von Lukas helfen. Das Wasser ist endlich zurückgegangen am 9. Oktober. Das Haupthaus ist in Ordnung, aber das alte Haus wurde schwer beschädigt. Lukas macht Anstalten wegen eines großen Schiffs, das im Bayou gestrandet sein soll. Wenn das wahr ist, sollte ich besser der Gemeinde Bescheid geben. Ich werde es mir morgen mal ansehen. Boah, bitte lass mich nicht das komplette Buch lesen. Ah, blauer Hundekopf. Da ist der erste von dreien. Also, wir müssen jetzt wirklich alles durchsuchen, dass wir diese Dinger kriegen. Nochmal Schießpulver. Ja, sehr schön. Da können wir uns auf jeden Fall noch ein bisschen Muni machen. Falls der alte Jack nochmal zurückkommt. Hier war nichts mehr, ne? Nee. Hier war nichts mehr. Die scheiß Dosen machen einen Lärm, ey. Okay, dann sehen wir uns das Video mal genauer an. Mia, was ist mit dir passiert? 1.21 Uhr. 8 Minuten 47 lang. Ethan, please watch this. Okay. Ethan. Da war sie noch süß. Wenn du dies findest, ich weiß, ich kann von dir wirklich nichts erwarten. Nicht nach dem, was passiert ist. Hallo? Was ich getan habe. Aber ich will, dass du weißt, das war nicht ich. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es gibt so viel, dass du wissen musst. Ja, bist du ja. Du hast uns einen Schreck eingejagt, junge Lady. Oh, Marguerite? Bist du das? Ich dachte, ich nicht wieder erwischen lassen. Jetzt spielen wir Mia, okay. Alter, die ganzen Kinder hier oder Puppen oder was das sind. Bratpfanne? Nein. Müssen wir hier runter? Oder hier rein? Ich glaube sowohl als auch. Was ist das für ein Haus, ey? Oh nein, bitte nicht auch noch das. Bitte nicht mit Kindern, tut mir das nicht an. Oh Mann, Schätzelein, ich komme gleich. Und ich mache mir gleich in die Hose. Oh, nicht gut. Okay, hier kann man nichts machen. Wer pustet denn hier die Lichter aus? Ich weiß nicht, ob wir uns auch in der Dunkelheit vor ihr verstecken können. Hat Mia eine Tochter? Bezweifle ich. Die ist noch zu jung eigentlich dafür von der Optik. Die Schnauze voll davon. Die Schnauze voll von deinem Mist zu haben, Mädchen. Ich muss mich verstecken. Ich muss mich verstecken. Ah! Ah! Ja! Du warst ein böses Mädchen. What the fuck? Rennt die da auf einmal los? Heiliger Blechbüchsenschaden, was du hast, ey. Ist ja Wahnsinn. Okay. Wir sind wieder in dem Haus. Wir machen weiter. Wir schaffen das. Wir müssen also hier durch. Müssen sie es da reinkommen lassen. Können wir hier rein? Ich muss mich verstecken. Ich muss mich verstecken. Warum tust du mir das an? Was habe ich getan, dass ich das verdiene? Außer dich in mein Heim zu lassen und dich zu verpflegen. Bitte, Marguerite, lass uns in Ruhe. Marguerite, sei lieb. Ich begreife.
überhaupt nicht. Dies ist eine Gabe. Okay, wir müssen wieder schleichen. Das war ja einfach. Okay. Raus hier, einfach nur raus hier, so schnell wir können. Was liegt da? Nicht die Zeit auf. Shit, 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 shit. Du verstehst es einfach. Mist, wir kommen hier nicht runter. Ich weiß nicht wohin. Verdammt, hier gibt's keinen Ausweg. Wir haben keine Waffe. Ich hoffe, wir sind im Dunkeln irgendwie geschützt ein bisschen. Aber die hat eine Lampe, das ist unfair. Kommen wir hier irgendwo hoch? Wenn die jetzt rauskommt, sind wir geliefert. Wir hätten da hinten wahrscheinlich runtergemusst. Was macht sie? Ich möchte herausfinden, was sie macht. Oh Gott. Nein, nein, komm nicht hierher. Scheiße. Oh, scheiße. Wir sind tot. Wir sind sowas von tot. Hab dich! Du willst uns nicht. Ja! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie sollen wir das machen? Wir müssen sie hier vorbeilassen und dann irgendwie wahrscheinlich raus ins Wasser springen. Aber man kann doch gar nicht springen. Geh zu, blöde Tür. Was, wie? Ach, wir können hier hinter. Da sieht sie uns vielleicht nicht. Was? Die redet über uns. Vielleicht haben wir Glück und sie kommt nicht in die Ecke. War der Herzschlag, gell? Das hat sie eben auch gemacht. Dann kam sie raus. Ich hoffe, sie lässt uns in Ruhe. Nein, nein, komm nicht hierher. Gott, sie kommt. Achtung. Bitte bleib da vorne und lauf nur nach links und wieder zurück ins Haus. Bitte. Oh oh. Können wir hinter ihr durch? Adieu, junge Dame. Vielleicht haben wir Glück, dass wir hier abhauen können noch. Schnell hier durch. Die hat ja die Tür vorhin aufgesperrt. Vielleicht ist sie jetzt offen für uns. Shit. Ist natürlich zu. Ich werde meines Babys zum Fraß vorwerfen und den Garten mit den Überresten düngen. Ich habe keine Ahnung, was wir tun sollen. Die kommt jetzt garantiert wieder hier rein. Mich verstecken. Das einzig Richtige. Oh Gott. Die kommt. Oh, bitte nicht. Okay, wir probieren es nochmal. Haben wir ja jetzt die Chance, irgendwie was zu machen. Was ist das? Keine Ahnung, was das sein soll. Ach,
Achso, wir müssen das jetzt wahrscheinlich so hindrehen, dass das passt. Irgendwie. Und das ist der Rumpf. Na, gar nicht so einfach. Ah. Ja, und jetzt? Passt doch. Ah, okay. Man muss bestätigen. Da geht eine Tür auf. Wie cool. So eine Geheimtür will ich auch. War das die hier? Ja. Okay, raus hier. Ich hätte zwar gerne da draußen den Bunsenbrenner mitgenommen, aber ich denke mal, den kriegt man nur als Hinweis angezeigt. Damit man mit Leafen dann den holen kann. Wahrscheinlich. Deswegen konnten wir damit auch nicht interagieren, denke ich mir. Bin gespannt. Auf jeden Fall werde ich danach sehen, wenn wir da irgendwie kommen, als Leafen. So. Und dann machen wir hier weiter und suchen, ob wir hier was Brauchbares finden. In der nächsten Runde von Resident Evil 7.